Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTo TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute Arbeitsleuchten an. Zwar nicht irgendwelche Arbeitsleuchten, sondern Arbeitsleuchten wie die hier, die wirklich auch ordentlich Wasser vertragen können. Ihr seht das hier gerade. Also ich war wirklich erstaunt, was da alles geht. Und Nummer zwei, auch Arbeitsleuchten, die jetzt in der Akkuallianz von Bosch mit dabei sind. Und zwar M-Share. Denn ihr habt euch gewünscht, dass wir einfach mal sagen, was sind denn so die ersten Geräte, die wir verfügbar haben. Und genau hier haben wir es auf dem Tisch. M-Share ist am Start. Darum geht's heute. Heute schauen wir uns also Arbeitsleuchten von Sonlux an und die sind mir aufs Radar gekommen wegen der Akkuallianz von Bosch, wegen dem Thema M-Share. Ich habe für euch gesucht nach irgendetwas, was ich sofort hierher holen kann, wo ich mal etwas Neues habe, wo man einen Bosch-Akku quasi reinstecken kann. Und da war das allererste, was für mich verfügbar war, was ich hier für euch zeigen konnte, Sonlux. Und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und war ganz verwundert, weil das kommt ja hier ganz aus der Nähe und ist sogar made in Germany. Das kommt nämlich aus Sondershausen, das ist relativ in der Nähe hier zu mir, ist nur, naja, ein paar Kilometer mehr entfernt, aber jetzt auch nicht unbedingt am Ende der Welt. Und erstaunlich fand ich, da arbeiten momentan so um die 130 Leute, lokale Produktion in Deutschland wird dort entwickelt und auch gefertigt. Und das ist der Hammer. Und diese Arbeitsleuchten von Sonlux, wie diese hier zum Beispiel, vielleicht auch einen Anspruch. Denn das sind wirkliche, echte Industrieleuchten. Die sind dafür gedacht, um im harten Einsatz lange zu überleben. Und wenn sie mal nicht überleben, und das ist der Clou, dann können sie wirklich einfach zerlegt und wieder repariert werden. Das ist auch der Anspruch von Sonlux, dass das wirklich gut und schnell geht. Denn hier sind viele Dinge, die sind mit wenigen Schrauben zu lösen, kann man austauschen. Zum Beispiel kann man hier den Fuß hier, ja, den kann man einfach abbauen, also den Ständer hier, einfach abbauen, wenn das Ding hier mal gebrochen ist, wobei der echt robust ist, muss ich sagen. Kann man einfach abbauen, wieder dran setzen und schon ist er wieder einsetzbar. Genauso ist es hier zum Beispiel mit dem Gehäuse, das ist ein einzelnes Teil. Ein paar Schrauben lösen, abbauen, hier auch. Das finde ich sehr interessant. Hier zum Beispiel den Handgriff hier hinten. Ja? Ich habe hier einen Handgriff. Da kann ich die Leuchte einfach dran tragen und irgendwo hintragen. Und das ist super robust gemacht, auch gummiert. Das ist dafür da, um auch mit schweren Handschuhen entsprechend das hier tragen zu können oder irgendwo hin mitnehmen zu können. Ihr seht also, hier ist es, das ist nicht einfach nur so ein Gerät, wo ich sage, naja, nimmst du aus dem Baumarkt mal mit, sondern das ist, auch wenn es jetzt hier nicht aussieht wie Hochtechnologie, ja, hat man sich hier aber trotzdem enorm viel Gedanken gemacht, warum man das Ganze so baut. Ja. Auch genau dasselbe ist hier vorne, diese Gummierung, die wir haben. Das sind viele, viele Dinge, die dafür sprechen, dass wir hier ein wirklich sehr langlebiges und sehr robustes Gerät haben. Aber warum sprechen wir eigentlich davon? Denn hier seht ihr schon, da passt ein Akku rein. Und zwar hier der M-Share-Akku. Ja, den stecken wir einfach mal hier rein. So, ist drin. Ja, von Bosch. Dann gehen wir hier auf den Schalter und sehen, ja, das Ganze ist an. Jetzt sind wir übrigens hier auf 10%. Ich nehme es mal nur so zur Seite. Seht ihr das wahrscheinlich ganz gut. 10, 25, 50, 75 und 100. Das ist schon ganz schön hell. Mann, Mann, Mann. Aber welche Geräte haben wir eigentlich und warum sind die hier verschieden groß? Wir haben hier die Gladiator SL1. Hier haben wir die Gladiator SL1B und hier haben wir die SL1 Akku. Und das ist die Gladiator SL2. Und übrigens, SL2 steht eigentlich ganz gut dafür, dass nämlich die doppelte Lumenanzahl wie diese drei. Diese drei hier sind vom Panel her, übrigens von diesem Panel her, hier relativ identisch. Die sind identisch, nur die Technik hinten ist etwas anders. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Denn wir haben hier 4000 Lumen und hier haben wir 8000 Lumen. Ja, deswegen hier das doppelte SL2, hier SL1. Und die unterscheiden sich vor allem über eine Sache, und zwar, wie kommt eigentlich Energie hier an das Gerät ran?
Aber was kosten die eigentlich? Das gucken wir uns jetzt mal an. Die SL1 kostet 110 Euro, die SL1B kostet rund 170 Euro, die SL1 mit Akku kostet rund 240 Euro und der Gladiator SL2 kostet rund 160 Euro. Ich habe es jetzt nicht deutlich genug gesagt, übrigens alle diese Leuchten heißen ja Gladiator. Also derjenige, der sich das ausgedacht hat, Respekt, finde den Namen mega. Aber lass uns doch mal schauen, wie hell werden eigentlich 8000 Lumen hier bei uns. Ich muss sagen, 8000 Lumen sind wirklich hell und das ist erstaunlich. Also wenn ich das jetzt noch ein bisschen weiter zurückstellen könnte, könnte ich hier wahrscheinlich normal arbeiten. In einem normal großen Raum reicht die Arbeitsleuchte auf jeden Fall aus, um deine Arbeitsfläche oder das, was du beleuchten willst, ordentlich auszuleuchten. Respekt. Wo wir schon beim Gladiator 2 sind, schauen wir uns mal ganz kurz die rückwärtigen Teile an. Wir haben hier erstmal einen Schalter zum Ausschalten. Wir haben hier ein ganz normales kabelgebundenes Gerät. Was wir aber dazu bekommen, ist gleich Folgendes. Hier gehen wir mit Energie rein und hier können wir das Ganze auch gleich verteilen. Das heißt, wir haben zwei ganz normale Steckdosen hier reinstecken und können wir dann weiterhin Geräte ranschließen. Das Ganze geht hier ja, bis 13 Ampere, das heißt 3000 Watt können wir hier anschließen und können dann entsprechend arbeiten. Hier oben ist etwas, was an allen Geräten dran ist. Eine Kleinigkeit, aber wofür könnte das sein? Ja. Das ist dafür da, dass es quasi ein Ventil, damit falls mal hier etwas reinkommt, also Flüssigkeiten reinkommen oder Wasser quasi vor allem reinkommt, Kondenswasser, dass es hier entweichen kann. Finde ich sehr interessant, denn wir haben hier eine Leuchte, die IP54 geschützt ist, also dann schon ordentlich geschützt ist. Was ich aber auch interessant finde, ist hier vorne, ja, haben wir eine Schlagfestigkeitsklasse von IK8. Das heißt, wir können hier, wenn ich mich richtig erinnere, aus 30 cm Höhe hier 1,5, 1,7 Kilo einfach drauffallen lassen. Es passiert gar nichts. Also, krass, 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 krass. Übrigens hier, wir haben hier einen Opalschliff an den Leuchten, womit mir entsprechend dann das Ganze auch wunderbar hier ausleuchten. Eine Kleinigkeit. Wir kommen am besten gleich auch mal zu dem Gerät hier. Ne, wir fangen doch da hinten an. Wir fangen mal hier hinten an. Und zwar fangen wir hier an. Das ist der SL1. Bei dem Gerät ist es so, wir machen das mal ab, dass ihr nicht verwirrt werdet. Das hier ist ein Zubehör, das ihr zukaufen könnt. Und zwar sind das kleine Magneten. Die könnt ihr hier einfach an den Stativfuß hier anbringen. Und dann könnt ihr das an eine Metallfläche anhaften lassen. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Hier jetzt jedenfalls das Gerät einfach mal in klein. Ja, das geht für 110 Euro. Ist genau dasselbe Gladiator SL1. Wir haben hier den Zweier. Hier auch entsprechend mit den Steckdosen dran. Alles identisch. Spannend wird es aus meiner Sicht bei den beiden Geräten. Denn hier haben wir jetzt ja das Gerät aus der Akku-Allianz. Und zwar ist es so, wir haben ja M-Share Akkus, die wir hier entsprechend rein tun können. Für die, die es nicht kennen, M-Share ist die Akku-Allianz von Bosch. Das heißt, jeder normale 18 Volt Bosch Professional Akku, den kannst du hier entsprechend rein tun und den benutzen. Ja? Und hast hier eine entsprechende irre Zeit, mit denen du das auch ganz hier betreiben kannst. Denn Sonos gibt Folgendes an. Ich habe jetzt hier einen 8 Ampere Pro Core von Bosch. Übrigens, es muss nicht Pro-Core sein, es kann auch ein normaler Akku sein. Ja, also ein herkömmlicher Akku, sage ich immer. Wenn ich diesen 8 Ampere Pro-Core nehme, tue den hier rein, schalte die Lampe ein, die Leuchte ein, Mensch, Leuchte ein, ist es so auf 10%, ja, läuft die 48 Stunden. 48 Stunden am Stück leuchtet sie hier durch. Und wenn du etwas tust, wofür die Lampe eigentlich nicht gedacht ist, und zwar ist es so, es gibt von Bosch ja auch noch, neben dem 8er, gibt es ja auch noch den 12 Ampere Pro Core. Und beim 12 Ampere ist es so, dass du über 60 Stunden am Stück arbeiten kannst und das Gerät hier leuchten lassen kannst. Das ist ja völlig irre. 60 Stunden am Stück. Aber bedenkt bitte Folgendes. Beim Pro-Core, das Gerät ist dafür nicht gedacht, für den 12 Ampere Pro-Core. Du kannst den Hebel jetzt nicht mehr runter tun. Das ist ganz knapp. Das ist ein bisschen schade. Das finde ich ganz, ganz knapp. Das passt nicht mehr. Du kannst natürlich trotzdem noch hinstellen. Ein noch nach unten, dann steht es so auf dem Akku und auf dem. Funktioniert aber. Alles Weitere geht dann eben nicht mehr. Ja. Deswegen ist er offiziell nicht unterstützt, weil er nicht perfekt passt. Es geht aber trotzdem, falls ihr ihn einsetzen wollt. Ja.
Und das ist jedenfalls eine tolle Sache. Jetzt will ich mal Ampshare hier mit am Start anmachen und Freude. Was ich vorhin schon gesagt hatte, wir haben hier hinten ein ganz normales Bedienfeld. Ja, wir können einschalten, können die Intensität einschalten und das war es eigentlich. Ja. Nächstes ist hier das Gerät. Und bei dem haben wir uns einen kleinen Test überlegt. Und zwar haben wir Folgendes gemacht. Wir haben erstmal so ein bisschen mit dem Wasserschlauch hier drüber geplatschert und haben gesagt, na, was passiert denn da? Denn das Gerät ist IP, hier steht es nochmal drauf, ist IP66 geschützt. Das heißt, es ist wirklich hoch, hoch staubgeschützt und hoch wassergeschützt. Ja, das Einzige, was ich damit nicht machen kann, ist das ins Meer schmeißen. Aber selbst wie wir hier sehen, ein normaler Gartenschlauch, den wir hier einfach, wo wirklich auch ein bisschen Druck, auch Wasser hier drauf kommt, funktioniert. Da haben wir natürlich auch gedacht, einfach nur Wasser ist so eine Sache, wir haben ein bisschen auch Staub drauf gemacht, okay. Und anschließend nochmal mit etwas mehr Vehemenz Wasser drüber laufen lassen. Aber auch das und auch rübergespritzt und so weiter und so fort, war überhaupt kein Problem. Ja. Das Ganze hat hier funktioniert und hat geleuchtet. Warum geht das aber eigentlich mit dem hier so gut? Das hat folgenden Grund. Wir haben hier eine andere Technologie und zwar haben wir hier weder, dass wir hier den Bosch-Akku einsetzen, noch haben wir hier normal das ganze Kabel gebunden. Wir haben übrigens, es gibt ein Kabel dazu, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ihr bekommt dazu hier ein Kabel und zwar übrigens bei allen ein sehr hochwertiges Kabel. Das könnt ihr hier entsprechend anschließen. Ja? Wenn ihr das aber betreibt, so wie hier, dann, dann ist es so, dass das Gerät entsprechend so hochwertig geschützt ist. Aber ihr seht hier keinen Akku, der eingesetzt ist, ja, kein gar nichts. Wie machen wir das jetzt? Wir drücken trotzdem hier drauf und es leuchtet. Ganz einfach aus folgendem Grund, hier ist ein Akku eingebaut. Ja. Der ist hier drin und der sorgt dafür, dass hier keine Anschlüsse, kein Geist notwendig ist. Bei dem hier, die ist natürlich wesentlich weniger geschützt, weil die Kontakte jetzt nicht geschützt sind. Das heißt, mit der kannst du das nicht machen, dass du die hier quasi so im Regen stehen lässt. Ja, also hier haben wir nur einen Schutz von IP20. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Klasse. Was ich nochmal ganz toll finde bei der Lampe ist folgendes, bei der Leuchte. Ich bekomme das nicht raus. Wem geht es denn von euch noch so, dass er auch immer Leuchte und Lampe falsch verwendet? Dann schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Hier haben wir folgendes, wir haben das Bedienpanel und wenn wir das hier einschalten, ja, wir stellen jetzt zum Beispiel das Ganze mal auf jetzt hier 5%, dann seht ihr hier, der Akku ist nicht ganz voll geladen, dann kommen wir 4 Stunden noch hin. Wenn wir es jetzt hier zum Beispiel auf 10%, 20, 50 oder 100, dann geht das entsprechend runter. Was ich vorhin gesagt hatte hier, das hier sind ja Zubehörteile, die man nutzen kann. Wir haben das jetzt hier mal dran geschraubt. Hier gibt es übrigens in 2 verschiedenen Größen. Je nachdem, auch welche Last ihr hier drauf geben wollt, zum Beispiel bei der Akku-Variante, ist es so, dass das ja alles auch untereinander kompatibel ist. Da würde ich euch raten, ab 8 Ampere pro Core, also ab 5,5 bis 8 Ampere pro Core, vielleicht schon eher die größere nehmen, um die Kipplast ein bisschen zu nehmen. Aber ich muss sagen, das hält schon sehr stramm hier. Wir können die Leuchte jetzt wunderbar positionieren. Meinetwegen auch jetzt mal nochmal abnehmen. So, bisschen schräg an und ich sage mal, nicht schlecht, oder? Und wir könnten damit jetzt den Wagen auch rumfahren. Also das ist jetzt nicht so, dass das nicht ordentlich hält. Das ist schon ordentlich. Wir können aber so das Ganze auch wieder ganz gut lösen. Insofern cool mitgedacht, auch interessant, dass man das als Zubehör bekommt, vor allem, dass es auch so großflächig ist und vor allem wichtig, es ist gummiert. Das machen andere Hersteller nicht so vorbildlich. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, Sonux hat das Ganze so konzipiert, dass die ganzen Ersatzteile da sind und dass man das Ganze wunderbar auch austauschen kann. Das finde ich eine tolle Sache. Ich finde das schön, dass ein Hersteller so auch denkt und nicht sagt, naja, wenn es kaputt ist, dann kaufst du einfach ein neues. Nee, ich finde es gerade in den heutigen Zeiten super, dass man sagt, okay, man kann den Griff, man kann diese Außenschale, man kann diesen Griff, man kann die Gummierung, man kann was auch immer, alles Mögliche austauschen. Das ist sehr vorbildlich, finde ich super. Für euch ist die Frage noch,
Schreibt mal unten in die Kommentare, sollen wir uns noch mehr Geräte im Bereich M-Share angucken? Oder was haltet ihr noch von anderen Arbeitsleuchten? Sollen wir da nochmal tiefer reingucken? Und wenn ja, welche interessieren euch? Welchen besonderen Kniff interessiert euch? Denn hier fand ich super, das hier, wir wollten es erst schon ins Aquarium schmeißen, haben aber keins gefunden. Ich glaube, dafür ist es auch wirklich nicht gedacht. Aber zumindest für das Thema Wasser war es überhaupt kein Problem. Hier, der Kniff ist das Thema M-Share. Was gibt es noch? Was interessiert euch? Gerne in die Kommentare. Und jetzt sage ich, ran an die Arbeitsleuchte und bis zum nächsten Mal.